Der Autotipp. Informationen rund ums Auto. Honda feiert 50 Jahre Civic und 25 Jahre Civic Type R. Zu diesem Doppeljubiläum hat der japanische Automobilhersteller den spektakulärsten Civic Type R aller Zeiten entwickelt. Das neue Modell wird Anfang 2023 in Europa eingeführt und knüpft an eine lange Tradition leistungsstarker, vom Rennsport inspirierter Fahrzeuge an. Der neue Civic Type R setzt schon jetzt Maßstäbe. Erst kürzlich hat er in Suzuka einen neuen Rundenrekord für frontgetriebene Fahrzeuge aufgestellt. Im Laufe der Entwicklungsphase haben die Ingenieure umfassende Überarbeitungen vorgenommen. Dazu zählen unter anderem neue Leichtbaukomponenten, ein weiterentwickelter Antriebsstrang sowie Optimierungen am Design, die die Aerodynamik verbessern. Das Resultat ist der leistungsstärkste Type R aller Zeiten. Das Outfit. Der neue Civic Type R wurde im Rahmen des Modellkonzepts Ultimate Sports 2.0 entwickelt und baut auf der schlanken und sportlichen Silhouette des erst kürzlich vorgestellten neuen Honda Civic EHEV auf. Um den sportlichen Look zu unterstreichen und die Fahreigenschaften zu verbessern, wird der Type R deutlich tiefer und breiter gebaut. Der Fahrer kann für 6 Leistungsparameter, unter anderem für Motor, Lenkung und Fahrwerk, jeweils zwischen den Modi Komfort, Sport und Plus R wählen. Zusätzlich steht der neue Individualmodus zur Verfügung, der eine individuelle Anpassung dieser 6 Parameter ermöglicht. Der Leistungsdatenlogger Honda Log R wurde überarbeitet und kombiniert die von den Sensoren im Fahrzeug gesammelten Leistungsdaten mit einer Smartphone-App. So kann der Fahrer verschiedenste Messwerte in Echtzeit überwachen und aufzeichnen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören eine Stoppuhr zur Aufzeichnung der Rundenzeiten, eine Anzeige der 3D-Fahrzeugbewegung und der Reibungskreise aller Räder, die die maximal übertragbare Reifenkraft anzeigt, sowie eine Score-Funktion zur Bewertung und Verbesserung der eigenen Fahrtechnik auf der Rennstrecke. Power und Drive. Der Civic Type R ist bekannt für seine leistungsstarken, drehfreudigen und reaktionsschnellen Motoren. Das neue Modell baut auf der Technik seines Vorgängers auf und wurde für eine noch bessere Performance weiterentwickelt. Man kann also davon ausgehen, dass die Marke von 320 PS mit Sicherheit überschritten wird. Das war der Autotipp. Informationen rund ums Auto.